Ich war ein richtiger Partymensch. Also ich war kein, der jeden Tag halt bis 4 Uhr nachts oder unterwegs und dann After Ja. Hour. Ich war kein After Hour-Mensch, aber ich habe nicht so lange ausgehalten. Ich weiß aber noch, Aber wir haben ich. uns das erste Mal vor 15 Jahren bei Michael Ammer auf der Party gesehen, das weiß ich noch. Deswegen musste ich Ja, gerade ein bisschen schmunzeln. da ging es meistens immer nur bis der 3, 4 höchstens oder so. Ja. Außer wir waren so betrunken, dass wir noch ein bisschen länger da geblieben sind. Vielen lieben Dank erstmal, dass du dir die Ja, Zeit nimmst, ein grüße bisschen dich. mit uns zu Grüße dich. quatschen. Ich habe deine Videos ja gesehen, du hast ja einige Leute interviewt, ne? Ja, das hat sich jetzt gesammelt Ja. im Lockdown, alles über Zoom halt mittlerweile, Ja, ne? genau, du hast einige. Aber ich hab auch gesehen, du hast auch sonst auch draußen auch Interviews gemacht, ne? Also vor Normalerweise dem Teppich ja. und so. Als man das noch durfte, haben wir das sehr gerne gemacht. Ja, Ja, aber genau. jetzt zoomen wir So halt so geht es lange, mir bis auch. es wieder geht. Ja. Ja, genau, wem erzähle ich das, ne? Ich meine, Ja. ja, das wäre jetzt auch lustigerweise, ich meine, wenn du ein paar Videos schon geschaut hast, weißt du bestimmt auch, meine erste Frage ist der Klassiker, wie geht's dir denn momentan? Ich kann nur sagen, mir geht es super, weil ich die ganze Zeit mit meinem Sohn verbringen kann. Ne? Mein neugeborener Sohn, der ist jetzt gerade 7 Monate und die ganzen 7 Monate war ich halt 24 Stunden mit ihm zusammen. Und das Ja. ist natürlich toll. Also, Okay. das ist die gute Seite der Pandemie, ne? Dass ich Ja. wenigstens ein bisschen Zeit hatte. Das hatte ich beim ersten Sohn halt gar nicht, ne? Also ich war immer unterwegs und das bereue ich auch mittlerweile auch. Aber es ging ja damals ja gar nicht anders. Ne? Ja, klar, Aber es ist jetzt ein sonst krasser geht's, Gegensatz, ne? ja, auf jeden Fall. Ja. Aber sonst geht's mir super. Also uns, Okay. meine kleine Familie, meine Frau und mein kleiner Sohn. Schön. Und was macht das Künstlerherz jetzt in der Pandemie, wenn wir jetzt schon direkt so eingestiegen sind? Erzähl doch mal. Also, es ist ja Ja. schon, ich meine, ich kann mir vorstellen, man würde gerne auf der Bühne stehen, man würde gerne mehr machen, aber es geht halt gerade nicht, ne? Wie ist das gerade? Wie erlebst du das? Ja, so mein Herz blutet auf jeden Fall. Also ich bin sehr traurig darüber, dass also wir planten auch schon Anfang 2020, Ende 2019, also man muss ja nachzählen, weil wir sind ja schon Man mittlerweile weiß es fast zwei nicht mehr. Jahre in Lockdown. Ne? Ja. Und wir planten jetzt im 2020 also nach Deutschland zu kommen, halt auch wegen meinem Sohn, damit er hier geboren wird. Und ich plante dann ein Album, neues Album aufzunehmen, alles in 2020. Und dann, wir sind Juli hergekommen und da war ja noch kein Lockdown, so wie zum Beispiel in Brasilien. Ne? Also in Brasilien war zwischendurch wirklich so diese Ausgangssperre, war ja auch tagsüber. Man konnte wirklich nur rausgehen, wenn man halt so einen Schein hatte, dass eine bestimmte Arbeit ausrichten konnte. Ja. Aber ja, und dann hier war kein Lockdown. Die Künstler haben noch hier gearbeitet, auch zum Teil. Also ich glaube bei Events unter 100 Leuten oder sowas. Aber das ging ja. Ne? Ja. Aber dann plötzlich, also nach der Geburt meines Sohnes, dann kam halt ein Lockdown nach dem anderen. Ne? Und seitdem ist es halt fast ein Jahr schon. Ja. Aber dann Ne? lass uns doch nochmal zurückschauen auf deine Geschichte. Die war ja auch sehr bewegt. Jetzt, wenn man mal zurück, ist ja schon länger her. Du warst bei der allerersten Staffel warst du dabei, ne? Von Ja, genau, DSDS genau. damals. Wenn du jetzt so zurückschaust, wie gesagt, das ist ja schon ein paar Jahre her, Ja. bist du im Nachhinein glücklich darüber, dass du da angefangen hast? Also, dass du da ja bekannter geworden bist in der Zeit? Oder sagst du so, nee, vielleicht hätte ich es doch lieber anders machen sollen? Also, was eigentlich gar keiner weiß, bevor ich mich wenige Leute wissen das, bevor ich mich bei der SDS beworben habe oder bevor meine Mutter mich da angeschrieben hat, Deine Mama war ja, genau. das? Das ist Also ja witzig. da habe ich in Miami gewohnt, da hatte ich einen Vertrag mit Frank Farian und wir hatten dort ein Album aufgenommen. Ne? Und Okay. wir hatten vor, halt, damals war das noch, das war ja, ich war ja 3 Jahre in Miami, wir haben ein Album aufgenommen. Siehst du ja, wie das geht. Er war immer nur am Reisen und ich war da und ich hatte irgendwann Langeweile. Wir hatten nur ein Album aufgenommen und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Meine Mutter hat gesagt, ja, komm nach Deutschland, komm hier,
ich habe in der Bildzeitung irgendwas gelesen, da kannst du mal mitmachen. Und dann hat sie mich auch angeschrieben und ich habe auch einen Brief bekommen, dass ich da mitmachen kann. Mhm. Ich glaube, damals musste man kein Video schicken oder sowas. Ich glaube, heutzutage ist es halt anders. Aber damals musste man kein Video schicken, also deswegen gab es auch viele Reinfälle. War auch lustige, die erste Staffel. Ne? Aber niemand konnte ahnen, dass es so groß werden würde. Ne? Also wir haben mal Formel 1 Funkthron getoppt oder Wetten, dass. Ne? Also solche Sachen. 14, 15 Millionen Zuschauer. Wir konnten auf der Straße nicht so normal rumlaufen. Wir müssten immer Securities haben. Also es war schon, also im Grunde genommen habe ich halt von Superstars fast nur Vorteile gehabt. Klar, ich war sehr jung und ich konnte das alles nicht so ganz managen. Ne? Und man weiß nicht, wem man glauben soll. Also das ist wie ein Haifischbecken. Ja? Also da gibt es auch viele, viele Haie. oder wenn es auf der Erde ist, gibt es viele Hyäne. Und die wollen alle nur eins, dein Geld. Und damals habe ich wirklich sehr viel Geld verdient. Und oder zumindest sollte das auch so werden. Aber ich wusste damit überhaupt nicht anzufangen. Aber im Grunde ist es so, dass ich halt mehr Vorteile dadurch hatte. Also ich habe ein ganzes Leben halt damit finanziert. Also heute noch kann ich halt durch meine Präsenz noch immer noch meinen Lebensunterhalt sozusagen finanzieren. Also ich habe einige Vorteile dadurch, dass ich so bekannt geworden bin. Also zwar hat sich heutzutage meine Zielgruppe geändert. Also es fängt bei 34 bis... Ja, die sind so mitgewachsen, ne? Wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Ich bin 44 mittlerweile. Und ja. Also ich finde es lustig, dass es war immer mein Traum, halt Musik für die Leute zu machen, die auch also in meinem Alter sind oder ein bisschen jünger oder ein bisschen älter. Also ja. Wo ich mich auch damit identifizieren kann, ne? Also ja. Heute ist es so, dass ich bin auch gerade dabei, ein Album aufzunehmen, was ich auch selber schreibe. Wir haben auf Englisch versucht und auf Deutsch und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir sollten Deutsch machen. Also ich möchte keinen Schlager machen, aber Deutsch. Erst direkt betonen, kein Schlager. Ja, ja, weil es ist einfach. Ne? Also wenn es gar nicht mehr geht, also ich will ja nicht... Ich will ja nicht sagen, dass Schlager kein gutes Geschäft ist. Also, aber ich will noch versuchen, halt das zu machen, was ich wirklich mag. Es kann sein, dass ich meine Meinung ändere. Ne? Also ich sehe, dass auch viele Künstler, die mittlerweile ihre Karriere zu Ende waren, haben sich Schlager gemacht und haben einen super Start gemacht. Also, aber für mich geht es jetzt noch nicht ums Geld. Ne? Also ich habe noch ein bisschen Zeit. Klar, möchte ich Geld verdienen, aber ich möchte auch Spaß dran haben. Ne? Mhm. Und ich bin noch nicht so ganz in der Schlagerszene. Ich kann es noch nicht so. Ich mag es zwar, ne? Ja. Ich mag es zwar, aber ich kann es noch nicht singen. Ja. Ne? Also, okay. Und aber um auf deine Frage zurückzukommen, ne? Superstars war die beste Erfahrung meines Lebens. Also ich kann nur sagen, also für mich damals. Heute ist es so halt so, geht schnell vorbei. Jedes Jahr kommt ein neuer Superstar und ja, aber damals war wirklich langlebig, deswegen kennt man heutzutage immer noch die ersten Dinosaurier der Superstars. Ja, das Alex, ist halt, das finde ich auch so ein bisschen verwunderlich eigentlich, weil so gerade so erste Staffel, ne, weiß man noch ungefähr so, genau, wie du eben sagtest, du wolltest gerade sagen, glaube ich, Alexander Klavs, ne, oder die Juliette, ja, genau. Ne, dich, Daniel Kübelberg, ne, und du könntest ja dann auch sagen, ich sage es mal, wie Alexander Klavs, dass du das wirklich, was du wolltest, also deinen Traum erfüllt hast, ne? Weil es gibt ja, glaube ich, genug, die dann halt danach nicht mehr als Sänger arbeiten können, weil es einfach nicht funktioniert, aber du bist ja dabei geblieben. Ja, das ist sogar wichtig, dass du so eine Frage stellst, also das ist sogar eine sehr gute Frage, weil für viele ist es halt, man hat Erfolg und dann wieder verkauft man ein bisschen weniger und dann verkauft man wieder ein bisschen mehr und wenn man in der Phase ist, wo man weniger verkauft, dann sagen die Leute, ach, sein Erfolg ist schon vorbei. Mhm. Und wenn man nicht so sehr präsent ist in der Presse, dann heißt es sofort, dass man halt erfolglos ist. Und das ist gar nicht so. Erfolg ist halt definierbar. Ne? Also für mich, also ich habe 250.000 Platten, also mein erstes Single ist von 0 auf 7 gegangen, trotz Boykott. Ne? Damals gab es den Boykott von RTL. Mhm. Und
trotz Boykott, also meine Platte kam raus, 3 Wochen war sie auf dem Markt und dann puff, und dann war sie weg. Und dürfte nicht mehr verkauft werden. Eine Woche lang gab es halt diesen Streit, bis sie wieder, also als ich diese Woche verloren habe, dann konnte ich nicht auf 1 landen, sondern bin ich dann auf Platz 14, weil ich eine Woche verkauft verloren habe. Ja, eigentlich viel länger, weil die Platten müssten aus Belgien hier nach Deutschland sozusagen importiert werden. Also damit es keine Wettbewerbverdrängung gibt, konnten sie meine Platten nicht mehr stoppen. Und dann habe ich doch den Streit gewonnen. Zum Schluss, aber ich habe viel an meine Chartplatzierung, wonach sich die meisten Menschen richten. Ne? Also über lange Zeit habe ich natürlich auch meinen Lebensunterhalt sehr gut damit bestreiten. Also ich konnte mit dem Geld, was ich in einem Jahr verdient habe, konnte ich halt 10 Jahre leben. Ne? So ähnlich war das damals. Ja, zwar habe ich alles in 3 Jahre ausgegeben. Ich wollte eben sagen, das ist, glaube ich, dann der Punkt, wenn man jung ist, ne? Und dann, ja. Ja, also man hat so sich, also es halt, ich bin eigentlich nie arrogant gewesen, außer ich bin halt sehr verschlossen halt. Ne? Also manchmal wollte ich einfach manche Fragen nicht beantworten. Und das wirkte sehr arrogant und man hat, ach hier, deswegen ist er halt gefallen. Aber halt, ja, aber ich weiß, wie ich damals auch gelitten habe. Ich war sehr jung und dann habe ich einen Porsche geschenkt bekommen, dann habe ich ein Mercedes geschenkt bekommen für 1 Jahr umsonst zu fahren. Und dann fahre ich irgendwo hin und dann sagen die Leute so von weit, ah, das ist von seinem Vater, klar. Ach, das hat er doch nicht verdient. Oder halt, es gab halt diese, ah, hier, Porsche-Fahrer, hier. Ne? Porsche-Fahrer, so, ne, genau. Ja, genau. Und, aber, naja, ich glaube, jeder in meinem Alter, so, ich war 26, jeder in meinem Alter hätte das Gleiche gemacht. Ich musste alles genießen, was kam. Ich konnte nicht auf irgendwie darauf achten, was die Leute über mich denken. Ja? Also, ja. Ich glaube, ich hab auf jeden Fall die Zeit sehr, sehr gut genossen. Also, bis natürlich auch viele Negativpresse, die ich als für mich halt nicht verdaubar war. Also ich habe es nicht gut verdaut, manche Sachen, weil ich wusste, dass es halt wieder Rumerzählerei ist und man kann sich aber dagegen gar nicht wehren, weil wenn die Wahrheit kommt, dann ist die Wahrheit ganz, ganz klein in der Ecke. In der Bildzeitung, ist dann langweilig, ne? So, schreibt ja, man nicht drüber. Genau. Aber ich muss ehrlich sagen, Superstars hat mir das alles ermöglicht, sozusagen. Ja. Ich kann dann nicht dagegen sein. Gibt es denn irgendwas, was du deinem jüngeren Ich dann jetzt sagen würdest? Jetzt mal angenommen, du triffst den nochmal. Ja, auf jeden Fall. Also, weniger Kompromisse zu machen, mehr mein Herz zu folgen. Also, ich bin immer aus Unsicherheit immer in den Köpfen der anderen gewesen. Also man hat immer gesagt, du musst so und so machen und so und so machen und das habe ich auch dann so getan. Und obwohl ich dann auch sehr oft, nein, lass uns mein Lied machen und dann machen wir das andere. Die Leute waren immer der Meinung, nee, wir machen das hier, dann fangen wir mit deinen Sachen an. Und das kam nie dazu, meine Sachen zu machen. Ja. Ja. Ich glaube, ich hätte weniger Kompromisse machen sollen. Ich hätte auch mehrmals Nein sagen sollen. Und zu viel hätte ich Ja sagen sollen, zum Beispiel als Frank Farian mir ein Angebot von 500.000 Euro angeboten hat für 3 Jahre Plattenvertrag. Also das war noch bevor die ganzen Plattenfirmen auseinandergegangen sind und die ganz klein geworden sind. Ich glaube damals, ich weiß nicht, ob deine Zuhörer das wissen werden, aber es gab eine Zeit, wo es gab BMG, Sony, EMI und so große Plattenfirmen. Und die waren wirklich sehr groß, große Labels. Und es gab wirklich ganz wenige kleine Labels. Und von heute auf morgen kam iTunes und man konnte das runterladen und Napster und man konnte das umsonst runterladen. Und dann waren die Verkäufe um, ich glaube, 60-70% runtergefahren. Und dann haben sich die Plattenfirmen alle geteilt. Und aus großen BMG, Ariola damals, ist ein ganz kleiner BMG Berlin geworden. Die haben sich sogar zusammengetan mit Sony. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich dann diese 500.000 Euro hätte annehmen sollen, weil kurz danach, weil ich habe damals ja pro Auftritt so um die 30.000 Euro bekommen. Also dann, ich wusste, das mache ich halt so in ein paar Monate, mache ich ja die 300.000. Das ist so überhaupt kein Problem. Ne? Aber
Und ich hatte auch Angebote von großen Firmen, die Shows verkaufen, so wie Hand in Hand damals war die große. Die haben auch Backstreet Boys und wie ist die? Britney Spears gehabt und so weiter. Und die haben mir wirklich viel Geld angeboten. Aber Frank Farian sagte so: Ich gebe dir 500.000 Euro und dann machen wir 3 Alben. Also ich gebe dir pro Jahr 200.000 Euro und wenn ich das nicht erwirtschafte, also wenn ich 200.000 Euro nicht erwirtschaften kann, gebe ich dir also von meinem Geld dazu. Aber in der Zeit hatte Frank Farian und ich halt einen kleinen Ego-Streit und dann habe ich dann doch Nein gesagt. Mein Manager wollte mich umbringen. Der sagte so, wie konntest du sowas machen? Du konntest jetzt ein Haus haben, du konntest so eine Sicherheit für dein Leben haben und jetzt, ja, jetzt ist es vorbei. Also das ist das Einzige wirklich, was ich bereue. Aber weil ich konnte ja in dem Album auch bestimmen damals, ne? Aber ich war halt wirklich zu blöde dafür. Und mein Stolz war größer als alles andere. Ja. Und dann habe ich es nicht angenommen und kurz danach waren meine Auftritte von 30.000 auf 5.000 Euro runtergegangen, sozusagen, weil halt die Singles nicht mehr nachkamen. Ich musste halt neue Singles veröffentlichen. Ja, klar. Aber bis das mit Frank Farian geklärt werden sollte und das mit RTL, das verging 2 Jahre und ich habe 2 Jahre nicht veröffentlichen können. Die Leute wissen das ja nicht. Ne? Ja, klar. Ja, und dann habe ich mein in Brasilien würde man Auge sagen, mein Höhepunkt verpasst. Ja, aber wir wollen jetzt nicht über die Vergangenheit sprechen, sondern ich möchte dich ja auch ganz viel über die Zukunft fragen, weil das ist ja das, was noch kommt, ja. Genau, ich habe mich nämlich gerade eben so ein bisschen gewundert, weil du hast ja eben gesagt, du möchtest auf Deutsch singen, ne? Das wusste ich jetzt nicht. Also ich wusste jetzt nicht, wie weit da jetzt irgendwie ein Album oder sowas in Startlöchern steht oder an dem gearbeitet wird. Ja, wie ist denn so jetzt gerade der Zwischenstand? Also was gibt es denn da zu erzählen? Bist du gerade am Schreiben? Bist du kreativ jetzt im Lockdown? Also ich versuche einmal die Woche so einen Coversong zu machen. Also ich nehme einen Song von mir auf und einen Coversong, das ich dann im Internet stelle, halt für Instagram oder YouTube. Ich habe so ein paar gemacht. Ich habe mehrere Songs schon gemacht, aber die sind noch nicht fertig geworden, weil wegen diesem Lockdown kommen die anderen Künstler nicht zum Studio kommen. Ja. Ist alles ein bisschen strenger geworden. Ne? Und jetzt versuchen wir das halt aus der Ferne. Also der spielt dort die Files und schickt mir das hier hin und mein Produzent macht das fertig. Also wir werden das dann so machen. Aber ja, ich glaube, also ich wage zu sagen, dass bis Sommer 2022 wird nichts kommen, also nichts an Auftritte oder ich weiß es nicht, also es ist wirklich schwer vorauszusagen, aber bis dahin werde ich auf jeden Fall mein Album fertig sein, wahrscheinlich vorher schon damit raus. Ja, aber jetzt muss ich doch nochmal auf diesem Genre so ein bisschen rumreiten, weil du hast ja gesagt, Schlager möchte, also wird es nicht wohl, was ich jetzt rausgehört habe. In welchem Bereich bist du denn unterwegs? So Richtung Pop wieder? Oder? Also ja, Richtung Pop, Deutsch, aber Pop. Ne? Also ich habe schon immer, als ich nach Deutschland kam, war Pur ganz groß. Ne? Und das war die erste Musik, so die ich auf Deutsch gehört habe. Und das fand ich einfach nur geil. Und die Musik von dem ist sehr schwierig zu singen. Und ich wollte schon immer, ich wollte sogar dieses Lied Abenteuerland mal covern. Ich habe es noch nicht geschafft, aber ich muss es unbedingt machen. Aber was ich will eine Verbindung zwischen Band, halt Live-Musik, und zwischen Silbermond und Echt, weißt du noch, Echt? Ah, oh, yeah. Also, kenne ich noch, ja. Die waren so ganz jung, ja. Ja. Echt, Silbermond und Pur, also halt das Moderne und das Ältere, also 80er Sound, ne, mit dem neuen Sound zusammentun. Ich weiß nicht, ob das dann, ob meine Ideen auf die Musik dann projizieren kann, aber ich werde es in diese Richtung versuchen, auf jeden Fall. Ja, okay. Es ist ein Pop, aber halt modern, aber wenn ich schreibe, ich kann nicht anders, ich schreibe immer die Melodie so, wie es in den 80ern war, weil ich bin 76 geboren, aber waren meine Jahre. Ja, das beeinflusst einen dann schon, das glaube ich schon, ja klar. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Weil so ganz haben dich die Casting-Shows ja irgendwie dann doch nicht losgelassen anscheinend. Weil 2018, ne? Warst du bei The Voice Brasil. Ja, genau. Also da war es genauso wie bei Superstars. Ich bin bei Superstars durch Kübelböck rausgekommen. Kübelböck war nicht der Sänger, war eher der Entertainer. Und bei The Voice Brasil war genauso. Also nein, ehrlich? Ja, mein Konkurrent hat 20 Sekunden gesungen und dann angefangen loszuheulen und hat den Song bis zum Schluss nicht mehr gesungen. Okay. Und trotzdem weitergekommen, ja, obwohl ich den Song, ich glaube, ich habe noch nie auf Portugiesisch so gut gesungen. Ja. Aber man hat mit ihr so halt gelitten, weil sie halt den kompletten Song vergessen hat, dass man sie dann weitergelassen hat, anstatt mich. Okay. Und leider ist es dann nicht geklappt. Aber ich war bis zu den Live-Shows ja noch, ne? Weil es gibt ja viele Etappen davor. Es waren 3 Etappen, ne? bis man dann in die Semifinale kommt oder sowas. Ist wahrscheinlich genauso wie bei Voice of Germany, ne? Also vom Prinzip wird es das, ja, okay. Genau so. Ja, es hat Spaß gemacht, ne? Also ich glaube, in Deutschland möchte ich es nicht machen. Weil ich glaube, die Leute, die haben es wahrscheinlich gesagt, die werden sagen, was macht denn der schon wieder? Oder da ist er wieder. Oder es könnte so wie Menderes sein, nach seinem 10. Mal, nach 10. Versuch, dann klappt es auch. Ne? Heute ist er eher ein Reality, nicht Reality, aber so ein Celebrity-Star. Ja. Ne? Also der verdient Geld mit seiner Präsenz. Er kann überall hingehen, die Leute kennen ihn. Das ist das, was er wollte. Er kann zwar nicht singen, aber das, was er wollte. Ja. Wenn die Leute erzählen, so ich bin jetzt Papa oder ich bin ja bei dir nochmal Papa, die Augen leuchten direkt. Ja. Das ist irgendwie, es ist wirklich so, ne? Ändert sich viel. Ja, also man braucht Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Ne? Also ich bin ja von heute auf morgen, also ich bin immer zwischen Brasilien und Deutschland gependelt. Ne? Also seit 8 Jahren war das so. Jetzt wohnen wir hier, ich habe meine Frau auch in Brasilien kennengelernt und so weiter. Ich war ein richtiger Partymensch. Also ich war kein, der jeden Tag halt bis 4 Uhr nachts oder unterwegs und dann After Hour. Ich war kein After Hour Mensch, aber ich habe nicht so lange ausgehalten. Ich weiß aber noch, wir haben uns das erste Mal vor 15 Jahren bei Michael Ammer auf einer Party gesehen, das weiß ich noch. Deswegen musste ich ein bisschen schmutzig. Da ging es meistens immer nur bis 3, 4 höchstens. Oder so. Außer wir waren so betrunken, dass wir noch ein bisschen länger da geblieben sind. Aber sonst. Und heute bin ich das halt nicht mehr. Also ich mag halt dieses Grillen zu Hause, halt mit Freunden, halt wir laden Paare hier zu uns nach Hause. Total langweilig. So ganz spießig, ne? Ja, genau. Dann kochen oder sowas, ja. Und mir macht Spaß halt auch Windel zu wechseln und so weiter, mit meinem Kind hier zu spielen. Klar, es ist, also die ersten, also er ist ein Frühchen gewesen, ne? Und die ersten, ich würde sagen 5 Monate, die waren absolut, also für mich eine Achterbahn an Gefühlen, ja, also absolut katastrophal für mich, weil das war für mich Neuland, also ich hatte es nie erlebt, er war so klein, so zerbrechlich und meine Frau hatte einen Kaiserschnitt und ich musste auf sie aufpassen und auf das Kind, ne? Weil sie konnte weder laufen noch irgendwas tun, ne? Also immer nur am Liegen. Und ich musste kochen, ich musste das Haus putzen, ich musste die Windel wechseln und bin da darin in dieser Rolle gewachsen. Und das ist mein Leben jetzt. Ja, cool. Ja, und das ist so, meine Planung ist, ein bisschen Sonne, lass es ein bisschen spazieren gehen. Ja, ja, wie man das so macht dann, ne? Wenn man dann Familienpapa ist, genau. Gibt es denn die nächsten Wochen oder Monate noch irgendwie was, wo du sagst, das habe ich jetzt vor? Also ich höre so ein bisschen raus, du bleibst weiter kreativ, du schreibst weiter. Und bist Papa? Ja, also das ist das Einzige, was ich machen kann. Außer ich habe natürlich auch Angebote für irgendwelche Reality. Kann jetzt noch nichts annehmen, aber vielleicht für nächstes Jahr auf jeden Fall. Oder Ende des Jahres, ich weiß nicht, ob ich meine Meinung ändere. Aber im Moment konzentriere ich wirklich nur auf das Papa-Sein und natürlich auf Songschreiben. Ja. Ich kann es natürlich besonders, weil halt ich muss immer die Zeit wählen, wenn er wach ist,
Und wenn sie gerade mit ihm ist und wenn er schläft, kann ich ja nicht mehr machen. Aber ja. Yeah. Und ich nutze halt die Zeit halt. Und manchmal ist es wirklich anstrengend, weil man also man wacht öfters mal in der Nacht auf. Also wir schlafen schon lange nicht mehr durch. So ähnlich ist das. Und aber trotzdem ist es so, dass ich wirklich mich mehr darauf konzentriere. Also mein Familienleben und halt Musik im Vordergrund. Also Familie, dann Musik.